Fraktion Karl-Heinz Töchterle von der ÖVP ist der nächste Redner. Als nächster zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Dr. Karl-Heinz Töchterle. Bitte. Frau Präsidentin, Frau Minister, Hohes Haus. Wir haben in der vorigen Debatte sehr oft das hohe Gut der Autonomie loben gehört. Auch ich würde in dieses Lob einstimmen. Autonomie, verstärkte Schulautonomie ist sicher ein Schlüssel für eine bessere Schule in Österreich. Die Regelungsdichte unserer Schulen ist unglaublich hoch und sie unterbindet immer wieder Initiativen und gute Ideen von unten. Und deswegen ist das ein wichtiges Vorhaben, das ohnehin, wie man hört, die Unterstützung aller findet. Es ist zu hoffen, dass es dann auch entsprechend ausgestaltet wird, aber da bin ich optimistisch. Ich glaube, dass auch eine Regelung wie die hier von Kollegen Rosenkranz als generell gültige Verordnung angestrebte besser Platz hat in den Schulen selber. Wenn Schulen meinen, es wäre günstig, ihre Kinder auch in den Pausen zur vermehrten Gebrauch der deutschen Unterrichtssprache anzuhalten, dann können Sie entsprechende Maßnahmen ergreifen im Rahmen einer Hausordnung zum Beispiel. Es ist, glaube ich, nicht gut, hier eine flächendeckende Verordnung zu erstellen, die noch dazu dann Sanktionen ausgesetzt ist. Also das finde ich ein denkbar unpassendes Mittel, dem durchaus wünschenswerten Ziel zu dienen, nämlich dem Ziel, die Deutschkompetenz zugewanderter Kinder zu erhöhen. Das ist ein wichtiges Ziel, gar keine Frage. Aber das Mittel, das hier dafür angestrebt wird, halte ich für überaus untauglich, eben im Sinne der Autonomie, im Sinne einer Sanktion, die dann möglicherweise folgen muss, und im Sinne einer viel zu dichten Regelung. Wie gesagt, wenn Lehrer finden, es wäre günstig, die Kinder auch in den Pausen zu vermehrten, Gebrauch der deutschen Sprache anzuhalten, dann haben sie dafür Möglichkeiten. Aber keinesfalls soll es hier eine generelle, flächendeckende und noch dazu mit Sanktionen versehene Regelung geben. Und deswegen bin ich bei denen, die meinen, dass wir eine solche Maßnahme nicht setzen wollen, sondern dass der Autonomie der Schulen überlassen sollten. Sagt Karl-Heinz Töchterle von der ÖVP, eine Verordnung zu Deutsch als Pausensprache sei wenig sinnvoll.